Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, stehe ich gerade bei der Garage Burka. Ich hatte das Vergnügen schon letztes Jahr. Ist jetzt wieder soweit. Ich habe hier einen Schlüssel in der Hand und ich freue mich mega. Ich gehe ja immer einmal im Jahr ins Chedi nach Andermatt. Ich darf heute wieder ein Auto von Ihnen mitnehmen. Das mal zusammen mit BMW Schweiz, also Garage Burkhardt und BMW Schweiz, die mir ein Auto zur Verfügung stellen. Und ja, das gute Stück ist da hinten. Es ist der neue BMW XM. Wir werden jetzt nach Andermatt fahren und suchen uns da noch einen Pass. Ich freue mich jetzt mega auf dieses Erlebnis mit diesem Auto. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal in den Tag. Ich zeige euch kurz mal den Innenraum. Wir haben hier an der Seite bei der Fahrer- und Beifahrertür Beschließen des Autos. Sitzeinstellung haben wir hier. Dann haben wir hier... Warte, Moment. Ja. Hier haben wir einmal Massagesitze. Und was das ist, das habe ich im Fall noch nicht rausgefunden. Auch hier am Lenkrad haben wir extrem viele Knöpfe. Und ich muss sagen, ich bin mega Fan von Knöpfen. Für mich gibt es nichts Besseres als Knöpfe. Zum Beispiel Ferrari mit dem Touch hier. Ich hasse das wie die Pest. Das Leder, dieses Vintage-braune Leder, das sieht wunderschön aus mit dem Blau. Ich mag das, sieht wirklich toll aus. Hier mattes Carbon, was ich sehr schön finde. Dann die Sitze hier, ich sag's euch, die Sitze, die sind so bequem. Man sitzt wirklich wie in einem Sofa. Hinten sieht so aus, auch das Dach ist extrem speziell. Also ich finde wirklich, das Auto ist von innen doch ziemlich gelungen. Ich war allgemein sehr skeptisch bei dem Auto, aber ich muss sagen, ich finde ihn cool. Es hat eine Kamera. Ich habe das hier eingegeben, Andermatt, damit ich den Weg finde. Ich kenne den Weg zwar eigentlich, aber ich wollte nicht unbedingt auf der Autobahn direkt dahin, sondern noch ein bisschen Landstraße fahren. Und jedes Mal, wenn man irgendwo abbiegen muss oder an einer Kreuzung ist, dann kommt die Kamera vom Auto vorne und zeigt einem eigentlich den Weg mit Pfeilen, welche Ausfahrt man nehmen muss, auf welcher Spur man bleiben muss. Und das ist mega hilfreich. Es ist aber wiederum auch ein Riesenablenken, weil man schaut halt die ganze Zeit in dieses Ding hinein und irgendwie fährt man da entlang, anstatt dass man selber schaut, wo man entlang fahren muss. Und das ist ein bisschen verwirrend. Aber ansonsten, das Auto ist mega bequem zum Fahren. Es liegt sehr gut auf der Straße. Sportlich ist es auch. Der BMW ist ein bisschen aus der Puste. Ich habe ihn jetzt ziemlich raufgeprügelt, sag ich jetzt mal. Der atmet gerade ein bisschen schwer, der Arme. Es hat Schnee. Mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass ich hier noch Schnee antreffe. Gut, es ist November, aber wir hatten erst gerade noch irgendwie 23 Grad.
Ich werde jetzt mal ganz runterfahren, weil ich bin den Pass noch nie ganz gefahren. Werde danach schauen, wo ich ihn fotografieren werde. Aber ich lasse ihn jetzt mal ein bisschen atmen und werde nachher nach unten fahren. Dann kann er wieder rekuperieren und ein bisschen die Batterie aufladen. Ich muss sagen, also die Batterie, die hilft schon sehr viel bei der Leistung. Man spürt wirklich, dass er einfach viel mehr Schub hat dann. Das macht das Ganze eigentlich ziemlich interessant, muss ich wirklich sagen. Er hat es gerade ein bisschen schwer irgendwie. Ich bin jetzt im Chedigrad angekommen. Hier mal das Zimmer. Für jeden, der hier noch nie geschlafen hat, unbedingt mal machen. Ich finde, das Chedin an der Matte ist unglaublich toll. Ich kann euch da draußen mal zeigen, wie das aussieht. Es ist wirklich, wirklich sehr, 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 sehr schön. Man hat einen Balkon. Und da drüben ist das Spa. Dahin werde ich jetzt gehen, weil ich habe ultra kalt. Wieder unterwegs nach Hause, werde den XM nach Hause bringen und ich wollte noch kurz ein kleines Fazit machen zu dem Auto, damit ihr auch wisst, was ich von dem Auto denke. Aber ich finde, es ist mega wichtig, dass man ehrlich ist und wirklich die ehrliche Meinung von dem Auto abgibt, das man auch bekommt. Ich muss sagen, ich bin sehr überrascht von dem Auto, weil das Auto ist wirklich mega toll zum Fahren. Also es ist sportlich, es ist sehr elegant von innen. Obwohl es eigentlich so schwer ist, kann man trotzdem sehr sportlich fahren. Es ist sehr komfortabel zu fahren. Also wenn man jetzt gerade keine Lust hat und auf längere Reise ist, zum Beispiel gerade auf der Autobahn oder so, dieser Elektroantrieb, der ist wirklich sehr angenehm. Ich kenne das einfach von meinem Prius. Das ist manchmal, ich habe das Gefühl, für den Alltag ist es manchmal einfach auch schön, wenn man etwas Ruhiges bei sich hat. Und hier ist so eine wirklich gute Kombination. Ich finde, von vorne ist das Auto gar nicht mal so schlimm. Ich habe mich jetzt eigentlich ziemlich dran gewöhnt und ich finde das eigentlich noch ziemlich cool, auch mit den Nieren, dass er so leuchtet. Er hat auch wirklich ein paar coole Sachen. Also ich meine, wenn wir mal schnell schauen, die Felgen, die sind wirklich, sie sind ja riesig, 23 Zoll Felgen. Das ist nicht einfach so klein, klein. Ich finde die mega cool mit dem Gold. Und er hat auch noch ganz viele andere Sachen, also zum Beispiel hier die Türgriffe, ich weiß nicht, ob man das sieht, das hat hier so dieses Diamond-Ding, auch hier unten, das ist mega speziell, das ist irgendwie, ja, das sieht man nicht so bei einem anderen Auto und das finde ich sehr speziell. Was ich aber auch sagen muss, von hinten, ich gehe jetzt mal hier wirklich ganz nach hinten, von hinten, es tut mir leid, aber von hinten gefällt mir das Auto wirklich nicht. Ich finde das Auto toll. Ich bin mega happy, durfte ich das Auto mal fahren und ausprobieren. Ich denke, das Auto ist sehr gut für Leute mit einer großen Familie. Er ist einfach mir persönlich als alleinstehende Person, wäre mir einfach zu groß. Aber ich finde ihn cool. Doch, ich muss sagen, ich finde ihn gar nicht so schlecht, wie ich am Anfang über das Auto gedacht habe. Ja, wie schnell man immer seine Meinung ändern kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.